Sie hören SBS German. Alex, man kennt die Bilder ja. Riesenparty, Menschen über Menschen auf der Berliner Mauer vor dem Brandenburger Tor. David Hasselhoff singt I've Been Looking for Freedom und behauptet, sein Song hat eigentlich die Mauer erst zum Fall gebracht. Nach dieser riesigen Party kam dann ja aber auch der Kater. Und und auch die blühenden Landschaften, die vom damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl versprochen wurden, die kamen dann nicht gleich für alle. Wie haben die Ostdeutschen diese Zeit nach dem Mauerfall erlebt? Ich glaube, die Ostdeutschen haben auch sich was anderes darunter da vorgestellt, wie das dann aussehen wird. Und ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass sozusagen einmal der Laden zugemacht wird, ne? Ich glaube, so muss man sich es am besten vorstellen. Also stell dir vor, jemand sagt zu dir, okay, alles, was du bisher in deinem Leben gemacht hast, ist einfach nichts wert so richtig. Deine Schule, deine Ausbildung, dein Studium. Du musst jetzt leider ganz von vorne anfangen. Und deswegen liegt die Antwort natürlich auf der Hand, dass es einfach für viele extrem hart war. Und zwar, also ich rede jetzt gar nicht von den großen Firmen und die ganzen Treuhandgeschichten, das ist ja auch nochmal eine Sache, aber dieses tägliche Leben, dass dann einfach deine Firma zugemacht wurde, und zwar nicht nur deine, sondern auch die neben deiner Firma und dann im nächsten Ort, und einfach sehr, 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 sehr viele Leute arbeitslos geworden sind. Und vielen einfach gesagt wurde, ja, ist ja schön, dass du Ingenieur oder sonst irgendwas bist, aber jetzt müssen wir erst mal gucken, ob wir mit dir hier überhaupt irgendwas anfangen können. Und ich glaube, das war schon so der Grundstein dieser Spaltung, die es dann später auch gab. Das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu. Das muss nicht stimmen. Aber diese Absage und emotionale Absage an die Leute, dass sie sozusagen eigentlich nichts wert sind. Und ich glaube, das ist ein harter Schlag, und deswegen mussten viele da sich neuen Zuverdienst suchen, neuen Job suchen, sich komplett neu umorientieren, nochmal neu studieren. Sicherlich haben dir auch schon viele Leute erzählt, dass es hart war, aber also man muss sich immer, ich bin ja auch Mutter, überlegen, was bedeutet das denn eigentlich, wenn einer der beiden Partner, und du hast vielleicht zwei Kinder oder drei, für die nächsten 20 Jahre, also nicht nur jetzt übermorgen, sondern die nächsten 20 Jahre auf Montage nach Bayern fährt, 5 Stunden oder 6 Stunden vom Heimatort entfernt, die ganze Woche nicht da ist, am Wochenende nach Hause kommt, dann irgendwie da auch noch elterliche Aufgaben, Erziehungsaufgaben übernimmt, und dann ist das natürlich vorprogrammiert, dass schon sozusagen in der kleinsten Einheit, in der Familie, dass es schwierig ist. Und dann in der Schule, das ist ja das, wovon ich berichten kann, auch die Lehrer haben gestruggelt. Also ehrlich gesagt wird mir das heute noch viel deutlicher. Also das ist jetzt, kann ich das viel besser verstehen, auch als Erwachsene. Was das eigentlich bedeutet haben muss, wenn du gelernt hast in einem System, was komplett das Gegenteil erzählt hat vom Westlichen, vom Kapitalismus. Und du sozusagen deine kompletten Bücher einmal, die Tonne auf, Bücher rein, auch vielleicht deine Glaubenssätze, also ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass jeder an den Kommunismus geglaubt hat, der jetzt im Osten gelebt hat, aber vielleicht einfach in diesem System klarkommen, der einfach massiv gestruggelt hat, in diesem neuen klarzukommen, einfach weil es keine so richtige Integration für diese Menschen gegeben hat. Da gab es einfach dann das neue Buch, das Lehrbuch, das wurde jetzt gelehrt, und ich meine mich sehr erinnern zu können, dass es für die Lehrer ein Riesenstruggle war, dass sie sehr genervt waren, dass es oft dass es Schwierigkeiten da einfach gab, also sowohl in der Grundschule als auch dann später am Gymnasium für mich, dass man das auch gespürt hat, dass es nicht nur sozusagen ein wirtschaftliches Ding war, sondern vor allen Dingen, darauf möchte ich gerne aufmerksam machen, mit den Menschen es emotional etwas gemacht hat. Ein Vorwurf der Nachwendezeit war, dass sogenannte Westeliten über das Wohl oder Übel der Menschen in Ostdeutschland, in den neuen Bundesländern bestimmt haben. Und ein Vorwurf einer Bevormundung der Menschen in Ostdeutschland, den hört man heute auch noch. Und das kann vermutlich nicht wirklich auch beitragen, solche Töne zu einer wirklichen Integration für die Menschen aus den neuen Bundesländern. Wie siehst du das?
Rückblickend kann man immer sagen, das war schlecht. Ne? Also haben wir die Corona-Pandemie gut geleistet, gut gemeistert, ja oder nein? Ne? Also das ist genauso ein Ding. Es ist ein geschichtliches Event gewesen und wir können heute sagen, das war schlecht und das war gut. Und wir waren vielleicht als Gemeinschaft oder als Gesellschaft nicht so gut darauf vorbereitet oder hatten nicht die Tools in dieser Zeit, sondern haben das auch relativ deutsch gelöst, nämlich A, B, C, was müssen wir machen? Und dann ist man sozusagen vom Einfachsten ausgegangen und hat gesagt, okay, der Kapitalismus oder das, was der Westen, die Westdenke, das ist sozusagen das Nonplusultra. Wir müssen euch das jetzt beibringen. Das ist, ne, also es gab quasi keinen Austausch, würde ich mal sagen, sondern es war einfach klar, das Gesetz wird übernommen, ne, die Verfassung wird übernommen, es wird alles erstmal in den Müllkorb geschmissen, was da war, sondern wir müssen jetzt diese Westsysteme sozusagen etablieren. Und das hat für die Leute am Anfang auch durchaus Sinn ergeben. Das wurde ja auch befürwortet. Nur hieß das dann natürlich, dass in den Unis, weil dann möglicherweise auch Leute mit der Stasi verbandelt waren oder so, Eliten ausgetauscht wurden, aber mit sozusagen Eliten aus dem Westen. Also nehmen wir mal das Beispiel Uni, da kam dann eben der Prof aus Bayern oder aus Baden-Württemberg oder wo auch immer er herkam und er brachte natürlich seine Tutoren und seine Leute mit und wir sehen diese Effekte bis heute. Also es ist nicht so, dass es jetzt nur noch Leute aus dem Westen in Führungspositionen sitzen, das ist nicht so, es ist wesentlich weniger geworden, aber es ist immer noch dominant, einfach weil das gewachsene Strukturen sind. Das kann man soziologisch extrem gut erklären. Jetzt muss man sich fragen, wie soll denn das weitergehen? Weil das ist, glaube ich, diese Frage, die ich gerne stellen würde. Wir drehen uns so ein bisschen im Kreis. Wir sagen immer, oh, da poppt ein Problem hoch oder jetzt müsste doch der Osten mal zufrieden sein oder habe ich auch persönlich zum Beispiel im Studium erlebt, dass eine Mutter einer Mitstudentin zu mir gesagt hat, die aus Münster kommt und die gesagt hat, wir haben so eine Bustour nach Dresden gemacht, ist das da schön, das ist alles unser Geld, das ist alles der Soli. Und da kommt man sich natürlich, also erstens sagt man dann, ja, das stimmt, ihr habt recht und bestimmt hätte der Soli auch im Westen oder in Westorten Gutes leisten können. Ich will das hier gar nicht ehrlich gesagt vertiefen, aber im Osten kommt dann ganz schnell dieses Jahr. Aber wir haben auch den Soli gezahlt und das war eine gemeinsame Entscheidung, das aufzubauen. So. Und deswegen, das meine ich mit, wir drehen uns im Kreis. Wir reden, das Narrativ dreht sich immer noch meiner Meinung nach zu stark um dieses wir sind so und die sind so und wer muss sich anpassen und wir haben feste Zahlen, die Gehälter sind nicht gleich, die Eliten sitzen immer noch da, aber die Frage ist doch jetzt, 2024, wie können wir eigentlich als Gesellschaft mal ein gemeinsames Narrativ entwickeln und aufhören, sozusagen immer zu sagen, okay, wo sind die Unterschiede, wo sind die Probleme, sondern zu sagen, okay, was macht uns eigentlich aus und wo wollen wir eigentlich hin? Und das muss natürlich auch politisch kommuniziert werden, aber das ist irgendwie ist das was man sich so wünscht. Nach 35 Jahren Mauerfall habe ich das Gefühl, dass es immer noch nicht so richtig nach vorne geht, dass es immer noch so um die alten Klischees und Diskussionen geht. Und es ist ganz viele Leute gibt, die genauso sind wie ich, die sich in Initiativen engagieren, obwohl sie im Ausland leben, ja, die sich Demokratie und eine starke Zivilgesellschaft im Osten sichtbar machen wollen, die sich dafür einsetzen. Und das ist ja auch alles da, nur wir müssen sozusagen endlich mal aufhören, in alten Mustern zu denken. Das ist bei Medien genau das Gleiche. Du und ich, wir arbeiten im Medienbereich. Da entstehen einfach Narrative, die brennen sich in die Köpfe der Menschen ein. Und das ist halt über 35 Jahre lang auch passiert. Das darf man nicht vergessen. Das spielt eine Rolle, nicht die tragende, aber das spielt eine Rolle. Und auch da kann sich vieles verändern. Also ich glaube, wir haben einfach überall Potenziale, die wir möglicherweise nutzen könnten. Was ich als Letztes sagen will, ist aber, was ich, glaube ich, mir auch wünsche und sich ganz viele Leute im Osten, in Anführungsstrichen, vielleicht sogar auch wünschen würden, ist, dass man anerkennt, dass es dieses eine Land gegeben hat, dass es nicht mehr gibt, die DDR, dass es Leute gegeben hat, die dort ein ganz normales Leben gefühlt haben, obwohl es ein autoritäres System gewesen ist und das eben mit vielen auch Nachteilen kam, aber dass trotzdem diese Leute ja sozusagen eine Daseinsberechtigung hatten. Und ich glaube, diese emotionale Anerkennung, dass man einfach sagt, ja, ihr habt da gelebt und ihr seid, das war ein Land. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir an so einer gesamtdeutschen Erzählung weiterbasteln können. Ich glaube, das wäre gut, dass man sozusagen das Alte nicht negiert, aber anfängt an dem Neuen zu arbeiten.
innerhalb verschiedener Regionen einen sogenannten Banter, wie man auf Englisch sagt, das kennt man natürlich jetzt, ob es jetzt Norddeutsche sind, die sich dann über die Bayern lustig machen oder vice versa, man nimmt sich so auf den Arm oder über die Kölner und selbst innerhalb der Region dann Düsseldorf, Köln und das ist ja wirklich nichts Unnormales, aber mit Blick auf Ostdeutschland, die Ostdeutschen, geht das ja teilweise weit über dieses Band, über einen Banter hinaus, sondern das schwingt ja ein bisschen mehr negative Konnotation dann ja auch mit seitens der Menschen aus dem Westen in Anführungsstrichen, gegenüber Menschen aus dem Osten in Anführungsstrichen. Denn wenn es um die neuen deutschen Bundesländer geht, dann geht es um Dinge wie den Soli und Vorurteile, die immer wieder dann hervorgeholt werden und Stereotypen. Wenn man über Ostdeutschland spricht, in Anführungsstrichen, dann spricht man ja wirklich über eine gesamte Region verschiedenster. Also damit ist ja wirklich alles gemeint, von Mecklenburg-Vorpommern bis nach Thüringen. Sagst du, alles wird quasi zusammengefasst unter so einem Sammelbegriff. Und ich frage mich ja manchmal, ob vielleicht einfach durch ein gemeinsames Trauma auch innerhalb dieser Region dann der Osten quasi definiert wird, eine gesamte Region durch so ein gemeinsames Trauma. Wie siehst du die Situation? Es gibt aber auch noch die andere Seite. Wir haben ja auch nicht nur ein Trauma, was uns verbindet, sondern auch eine gemeinsame Landeserfahrung, weil wenn man 40 Jahre lang, und ich war ja noch Kind, aber jetzt Eltern, Großeltern, in einem Land verbringt, hast du sozusagen ein Gespür für die Codes in diesem Land. Also genauso, vielleicht ein kleiner Vergleich. Es ist ähnlich wie, als wenn man komplett neu im Ausland anfängt. Also ja. Du und ich, wir treffen uns dann und ich höre, du bist Deutsche und gleich hat man so eine Initialverbindung. Aha, man kommt aus dem gleichen Land. Und so musst du das auch vorstellen mit Leuten aus dem Osten unter sich. Man hat irgendwie so, ich weiß es nicht, was es ist, aber also ich weiß ziemlich schnell, ob jemand aus dem Osten ist oder nicht. Und das liegt nicht an dessen Dialekt, sondern das liegt ganz oft am Verhalten oder an Sachen, die der sagt oder sie sagt. Und das ist ganz spannend. Und das meine ich mit diesem, man darf, glaube ich, man muss wertschätzen, dass es da, egal welches System und ob man es gut oder schlecht findet, aber es war ein anderes Land für einen relativ langen Zeitraum. Und das ist eine andere Soziologie, das ist eine andere Psychologie, da gibt es andere Codes, weil natürlich Leute ganz anders miteinander umgegangen sind, weil die wussten, oh, der Nachbar ist von der Stasi, da müssen wir jetzt irgendwie, da wird da immer das Rollo runtergemacht, wenn der wieder Besuch hat oder sowas. Also da hat man, glaube ich, so eine ganz eigene Kommunikation entwickelt und Teile davon, die sind immer noch sozusagen am Leben in den jüngeren Generationen. Und dann fühlt man sich auch wieder so ein bisschen zu Hause, also so komisch das klingt. Also so sehr ich das Zuhausegefühl habe mit Deutschen allgemein, wenn ich im Ausland bin, desto ein ähnliches Gefühl habe ich mit Ostdeutschen. Also es ist ganz schön irgendwie. Finde ich schön, dass du da auch eine positive Note irgendwie auf jeden Fall nochmal ansprichst. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, total. Du bist Teil der Initiative Wir sind der Osten. Ja. Wirklich ein tolles Kollektiv, wo es genau auch darum geht, wie kann es denn jetzt weitergehen? Wir wissen alle, was vielleicht nicht so gut läuft und das wird uns auch immer wieder bewusst gemacht, auch durch die Medien liegt da der Fokus drauf. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Moving on sozusagen. Welche Herausforderungen stellen sich für ostdeutsche BundesbürgerInnen aufgrund der Herkunft auch heute noch? Ja, da habe ich mich gefragt, was das eigentlich heißt, weil die haben... Wenn du studierst im Osten, wenn du im Osten deine Karriere beginnst, was ist das eine Herausforderung für einen oder aus den Erfahrungen, die ihr dort auch sammelt? Also quasi ist es war ja eher eine Herausforderung für Leute aus dem Westen, mit mir im Osten zu studieren. Weil, also ich habe zum Beispiel in Erfurt und in Leipzig studiert. Wer Erfurt nicht kennt, das ist die Landeshauptstadt von Thüringen. Und Leipzig liegt in Sachsen. Da kann ich vielleicht eine kleine Anekdote erzählen. Da Die Leute, die mit mir in eine WG gezogen sind, waren zum Teil aus dem Osten, zum Teil aus dem Westen und einer kam eben aus Münster und die Eltern haben dann geholfen, die Möbel mit reinzuräumen und der Vater dieser Frau war dann Schulleiter in Münster. Und wir mussten zum Beispiel für unser Studium einen Aufnahmetest machen, das lag aber am Studiengang. Und er sagte zu mir,
Alex, musstest du eigentlich auch diesen Aufnahmetest machen? Dann habe ich gesagt, ja, na klar. Hat er gesagt, ach so, ich dachte, das muss nur meine Tochter machen, damit die an der Ostdeutschen Uni studieren kann. Das war 2004. Und da war ich sehr platt und dachte so, das ist ja auch jemand, der auch aus dem Schuldienst kommt und so. Also das müsste doch eigentlich total klar sein. Und dann weiß ich noch, dass ich ihn entgeistert angestarrt haben muss und gesagt habe, aber der Mauerfall ist doch schon lange her. Also, und ich habe viele solche kleinen Sachen erlebt. Und die, also das ist auch gar nicht böse gemeint. Das zeigt nur einfach, dass diese Annäherung noch nicht so richtig stattgefunden hat oder gerade erst stattfindet. Ne? Und dass ich auch von ganz vielen meiner Kommilitonen, die auch aus Westdeutschland ursprünglich kommen, dass sie es wirklich extrem toll fanden, diesen Osten sozusagen zu erleben, diesen vermeintlichen Osten, was da nicht alles schlimm und grau ist, und haben dann ganz andere Erlebnisse gehabt. Also gar nicht, es war wirklich eine wunderbare Zeit. Und aber wie gesagt, man merkt dann eben, man singt unterschiedliche Geburtstagslieder zum Beispiel oder ne, also dann, oder hat andere Kindersendungen angeschaut. Meine, die ich angeschaut habe, ich kenne jetzt auch Tom und Jerry und so, aber ich habe eben auch andere Sachen angeschaut, die kennt man nicht mehr. Das Einzige, was überlebt hat, ist der Sandmann, den heute Gesamtdeutschland kennt. Ich glaube, es braucht einfach Zeit und es ist jeder hat entweder eine gute oder schlechte Erfahrung gemacht, aber ich kann jetzt nur von persönlichen Erfahrungen sprechen. Und wir zum Beispiel, meine ehemaligen Kommilitonen, wir sind ja jetzt alle schon lange auch im Arbeitsleben, wir haben eine schöne Tradition. Wir schreiben uns immer noch eine Textnachricht am 3. Oktober und gratulieren uns gegenseitig zum Tag der Deutschen Einheit. Und wenn ich daran denke, da kriege ich gleich wieder Gänsehaut. Ich finde, das ist irgendwie schön, dass das sozusagen auch gewertschätzt wird von beiden Seiten und dass man irgendwie versucht, da eben einfach eine neue Beziehung aufzubauen. Und das jetzt im Kleinen gesprochen wünsche ich mir eigentlich auch fürs große Ganze. Genau. Und dafür stehen auch die Initiativen, zurück auf deine Frage zu kommen. Ich glaube, ich sehe da einfach, ich sag mal, mehr Selbstbewusstsein auch, ne, in den jüngeren Generationen aus dem Osten, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also Selbstbewusstsein ist jetzt nichts gewesen, was man unbedingt in die Wiege gelegt bekommen hat im Osten, sondern Zurückhaltung war geboten, ne, Anpassung. Das sind so Wörter, die irgendwie wichtig waren bei der Erziehung. Man musste es erstmal lernen, sich zu zeigen, sich zu behaupten, aufzustehen, was zu gründen und so weiter. Und das passiert auch alles. Es gibt tolle Beispiele dafür. Aber es war halt einfach ein Prozess. Und ich glaube, ja, das ist mir wichtig, dass man das erzählt. Also, dass man sich gegenseitig einfach mehr von seinen Erfahrungen erzählt. Also mich interessiert genauso, wie es im Westen gelaufen ist, wie hoffentlich jemand aus dem Westen interessiert, wie es im Osten gelaufen ist. Und so kann man sich vielleicht Stück für Stück annähern. Kritische Stimmen würden behaupten, dass es die Mauer in den Köpfen der Menschen immer noch gibt. Wie siehst du das? Gibt es die Mauer auch heute noch? Und wenn ja, wird sie vielleicht sogar noch größer, höher, dicker oder bröckelt sie? Ich denke, dass sie bröckelt und dass wir auch die Bröckchen, die schon rausgebrochen sind, nicht unterschätzen sollten. Die Mauer ist, glaube ich, trotzdem in den Köpfen noch da. Wir machen immer noch diese Unterschiede. Und ich glaube, das ist einfach normal, weil eben die Integration gescheitert ist. Am Anfang müssen wir jetzt diese Arbeit einfach noch leisten. Die liegt noch vor uns. Und die Frage ist halt, können die nachfolgenden Generationen, und damit meine ich auch unsere Kinder, also in 10, 20, 30 Jahren, wie denken die eigentlich darüber? Das ist, was mich umtreibt. Wie kann ich denn, ich kann die Leute, die jetzt meckern und ja immer noch so eine große Linie ziehen und vielleicht persönliche Mauern aufbauen, die kann ich nicht mehr so richtig gut umstimmen. Aber ich kann dafür sorgen, dass vielleicht in Zukunft über Bildungsprojekte und so weiter und so fort, dass die jetzt nachkommen, vielleicht nicht diese Denke mit übernehmen. Auch durch diese Mehrgeneration, was ich vorhin gesagt habe, das ist nicht nur ein Trauma, das ist einfach auch Narrative, die sich durch Generationen ziehen, weil wenn du nicht aus deinem Dorf rauskommst, ne, wie du schon gesagt hast, wenn man ins Ausland kommt, hat man einen ganz anderen Blick auf die Dinge. So ein Teil von mir wünscht sich, dass jeder mal im Ausland von den 80 Millionen, die in Deutschland wohnen, mal kurz ins Ausland muss und dann wieder zurückkommt und dann eigentlich sieht, wie großartig dieses Land eigentlich ist und dass wir uns an so vielen Kleinigkeiten aufhalten und so viel meckern, dafür sind wir auch bekannt.
sondern dass wir einfach dann also nach vorne schauen und wissen, was wir können und was wir haben und was vor uns liegt. Und ich hoffe, dass die Mauer dann Stück für Stück für Stück in den Köpfen immer weiter und klein, also kleiner wird und immer weiter schrumpft, sodass nachfolgende Generationen vielleicht noch dieses historische Ereignis kennen, aber schon viel, viel mehr zusammengewachsen sind und auch eine viel größere gesamtdeutsche Identität sich auf die Fahnen schreiben können, die sich viel mehr auch als Deutsche fühlen und nicht mehr als Kind von einer Ostdeutschen aus Thüringen, aus Mecklenburg-Vorpommern, sondern dass sie sagen, nee, ich kann meine eigene Geschichte schreiben, aber ich möchte trotzdem nicht vergessen, wo meine Familie herkommt. Und das hat für mich nicht nur was mit Ost und West zu tun, sondern wie ich vorhin schon ausgedrückt habe, und das muss ich sagen, das habe ich hier von den Ureinwohnern, den Maori gelernt, dass dich ausmacht, wo deine Vorfahren herkommen. Und meine Vorfahren kommen nicht nur aus dem Osten, sondern die kommen auch noch aus Schlesien, die kommen möglicherweise aus der Grenze zu Polen, die kommen aus Hessen, die kommen aus verschiedenen Teilen, je nachdem, wie weit du zurückgehen möchtest. Und das ist ja auch, was dich ausmacht. Das heißt, wenn wir es schaffen, so ein bisschen wegzukommen von diesem, was ist eigentlich als Letztes passiert, dazu tendieren wir als Menschen so, wir wissen, dass die Ereignisse, die wir als Letztes erlebt haben, sind immer am präsentesten in unserem Kopf. Deswegen natürlich dreht sich auch immer noch sehr, sehr viel um den Zweiten Weltkrieg, Ersten Weltkrieg. Niemand redet so sehr über die schlimmen Sachen, die während der Kolonialisierung im 19. Jahrhundert passiert sind, weil die einfach schon so weit zurückliegen. Und das meine ich, dass einfach mit im Laufe der Generationen das immer so mehr verwässert wird und eine gesamtdeutsche Identität viel mehr Gehör findet und aufgebaut werden kann. Ich finde, das ist ein unfassbar tolles Schlusswort. Und dieses Sprichwort der Maori, das finde ich auch sehr, sehr treffend, wenn ich so drüber nachdenke, wie weit man zurückschaut. Und ja, Deutschland, die kommen aus Deutschland, bei mir kommen sie aus Haiti, aus der Karibik, dann aus dem Libanon. Dann aus Schlesien ebenfalls. Insofern. Nein, toll, Ben, wir haben was gemeinsam. Weißt du, das ist nämlich auch, das finde ich eigentlich einen total schönen Punkt, wo man sagt, ja, wo ziehen wir denn jetzt die Grenze? Weil wenn wir dann die schlesische Herkunft nehmen, dann kommen wir beide aus derselben Ecke. Oder weißt du, haben wir dieselben Roots. Und das finde ich, das ist irgendwie sehr, sehr powerful, weil ich finde, genau das ist zum Beispiel auch etwas, was so die Seite meiner Mutter mit Haiti angeht. Das hat mich halt auch hart geprägt, weil ich bin halt auch aufgewachsen als ein sehr hellhäutiger, wenn du meinen Bruder siehst, der hat einen Afro und deutlich dunklere Haut als ich, der hat irgendwie die kompletten Gene abgekriegt. Als mit einem weißen Privileg aufgewachsen, habe ich mich mit meinem Bruder gerade lange zu unterhalten. Witzig, ja. Dass er jetzt mit 40 Jahren dieses Gespräch, wir haben dieselben Eltern und seine Realität des Aufwachsens ist komplett anders gewesen als meine. Er meinte auch, wurdest du jemals in der Kneipe oder in der Disco abgelehnt aufgrund deiner Hautfarbe? Ich so, ne. Und er meinte, weißt du, wie oft mir das passiert ist? Ich so, ja, stimmt. Und er so, ist das nicht verrückt, dass wir dieselben Eltern haben und komplett andere Realitäten gelebt haben? Und das ist so, ich finde, da ist sehr, sehr viel dran. So dieses Letzte vielleicht einfach mal zu überspringen, um ein bisschen weiterzuschauen, dann realisiert man eigentlich, wie weit die Kreise da gehen. So, das ist echt... Echt, ja, und auch, dass wir mehr Gemeinsamkeiten, das ist ja das, worauf ich... Ja, Gemeinsamkeiten hat, ja genau, viel, viel mehr Gemeinsamkeiten. Ja. Genau, also in Neuseeland nennt man das bei den Maori PPH, das heißt, du nennst sozusagen erst deinen Stamm, dann und so weiter, ne, und dann nennst du deine ganze Familie und als allerletztes nennst du dich. Ja, ne? Yeah, yeah. Und warum die das so machen, ist, damit alle, die zuhören oder dein Gegenüber merkt, hey, mein Stamm ist mit deinem Stamm verwandt oder meine Oma ist auch dort an die Schule gegangen und so weiter, dass du Verbindungen schaffst. Alex, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.